Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ja, mal wieder im Keller. Für mich persönlich sehr angenehm. Es ist heiß und das heißt, es gibt in ganz Baden-Württemberg, zumindest im nördlichen Baden-Württemberg, nur noch zwei Orte, an denen ich gerne meine Videos aufnehme. Erstens hier im Keller und zweitens Gipfel der Hornisgrinde, 1100 Meter. Da wird es dann auch irgendwann langsam wieder so halbwegs erträglich, wenn man sich ein schattiges Plätzchen sucht. Ne? Alternativ könnte man sich noch irgendwo im Hochmoor krümeln. Das ist immer aus Naturschutzgründen nicht ganz so praktisch. Also Keller ist dann doch etwas naheliegender. Daher ist es auch ein schönes Kellerthema im Grunde, weil es geht wieder mal im weiteren Sinne um Holz. Und von Holz umgeben in verarbeiteter Form. Ist wie im Wald im Grunde. Ja, nur ist es da noch nicht verarbeitet. Naja, quasi. Ja, und im Winter will ich hier nicht sitzen, weil dann macht die Heizung doch sehr viel Lärm. Im Sommer geht das und es ist ja halt wirklich schön angenehm kühl. Ja, Thema heute, Baumpflanzaktionen, Sinn und Unsinn. Ich hatte da schon mal ein bisschen drüber geredet, das war aber etwas weniger strukturiert, als ich das jetzt vorhabe. Und jetzt wollte ich noch mal ein paar mehr Beispiele nennen und bisschen verschiedene Baumpflanzorganisationen, wenn man sie so mal zusammenfassen kann, ein paar Unterschiede aufnennen. Ich sage nicht, dass irgendeine von den genannten schlecht ist. Das ist definitiv auch nicht mir möglich, das in aller Ausführlichkeit beurteilen. Aber es gibt ja dann außerdem noch, vielleicht ist das noch wichtig, auch die Produkthersteller von, egal, völlig Wurst, ne, von vom Schnitzel über das T-Shirt. T-Shirts sind sicherlich was Häufiges. Irgendwelche Kosmetik, Duschkrempel, Zeug zum ins Gesicht schmieren. Was weiß ich, Autos, hat es auch schon wohl gegeben, bei denen jeweils beim Kauf Bäume gepflanzt werden. Jetzt hängt es immer davon ab, wie viele Bäume sind denn das? Wenn man jetzt zum Beispiel für ein teures Fan-T-Shirt von irgendwas, wovon man Fan ist oder seinen Lieblingsinfluencer mit dem Kauf von einem T-Shirt unterstützen möchte oder irgendwie sowas, dann und dafür wird ein Baum gepflanzt. Ja, dann, ich sag mal, wie es ist, Baumpflanzen, kommt drauf an, wo, kostet, ja, Moment, das gehen wir nachher noch drauf ein, ich hab's mir rausgesucht, kostet im günstigsten Fall sowas um die 10 Cent und liegt bei, zum Beispiel bei Ecosia, die haben Durchschnittsbaumpflanzkosten von 25 Cent pro Baum, also das ist schon relativ günstig, die machen auch, ja, eher Masse, als Klasse, was jetzt nicht heißen soll, dass Masse schlecht ist. Ja, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Man kann auch klasse Bäume pflanzen, die kosten dann 50 Euro pro Baum. Dass die dann alt und groß werden, ist ziemlich sichergestellt. Aber für das gleiche Geld kannst du halt bei 25 Cent pro Baum auch 4 pro Euro 200 haben. Richtig? Ich glaube schon, anstatt eben entsprechend nur einen. Und selbst wenn da nicht alle durchkommen, hat man im Endeffekt auf jeden Fall die höhere CO2-Speicherung, falls das was ist, wonach es gehen soll. Ne? Also jedenfalls zurück zum T-Shirt-Beispiel. Wenn wir mal sagen, dass dieser T-Shirt-Verkäufer mit irgendeinem Unternehmen zusammenarbeitet, das eben auch Bäume für 10 Cent oder für 25 Cent pflanzt, dann ist der eine Baum, den man zu seinem, weiß ich nicht, was das kostet, 30 Euro T-Shirt dazu bekommt. Ja, das ist unglaublich großzügig, dieses Angebot. Ne? Also, das mal vorweg. Es kann natürlich auch sein, dass es sich um einen 5-Euro-Baum handelt oder um einen 25-Euro-Baum. Das wage ich bei einem 30-Euro-T-Shirt dann allerdings zu bezweifeln. Auch das mit dem 5-Euro-Baum ist dann eher, ja, vielleicht eher unwahrscheinlich. Und das nächste Problem ist ja bei solchen Angeboten, wir pflanzen zusätzlich noch einen Baum. Man weiß ja nicht, wie der Preis kalkuliert ist. Kann ja sein, dass der Baum schon seit Ewigkeiten mit einkalkuliert ist beim Preis. Und selbst wenn es ein teurer Baum ist, dann ist das Produkt halt eben entsprechend noch teurer. Und da man das als Verbraucher selten genau weiß, wie jetzt ein Dienstleister, Hersteller, Verkäufer, wie auch immer, auf seinen Endpreis kommt, wie sich der zusammensetzt, ist das alles eine hoch untransparente Geschichte. Oft, nicht immer, aber oft. Ja, und es ist also schon wirklich alles sehr kritisch zu hinterfragen. Ich denke, darauf können wir uns schon mal einigen. Und ich bin ja nicht der Erste, der von Mogelpackung, Baumpflanzgedöns spricht. Aber ja, so.
Das war das Vorgeplänkel. Jetzt erstmal halbwegs roter Faden. Ich habe mir extra einen Zettel ausgedruckt. Ja, auf Papier. Mit Drucker. Und der braucht auch noch Strom. Wir kommen zur Sache und versuchen einen roten Faden aufzubauen. So, zunächst mal die drei häufigsten Gründe, weshalb jemand einen Baum pflanzt. Grund Nummer 1, Baumpflanzen ist toll und was Gutes und schön und kann auf keinen Fall schaden. Stimmt? Check. Grund Nummer 2, Bäume pflanzen ist gut fürs Klima. Stimmt meistens, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, einfach nur so, Bäume pflanzen fürs Klima ist bestimmt toll. Ja, rechtfertigt schon, wenn es richtig gemacht wird. Wenn es richtig gemacht wird, absolut das Pflanzen eines Baums. Grund Nummer 3, weshalb Bäume gerne gepflanzt oder Pflanzen gelassen werden, so rum irgendwie, ist dann der Klimaablasshandel. Heißt, du hast eine Flugreise unternommen, eine große, und hast dabei riesig viel CO2 in die Atmosphäre entlassen. Also ein großer Anteil davon gehört auf dein Konto. Und das möchtest du bitte gerne wieder ein bisschen verbessern, weil die Flugreise war unvermeidlich. Dann kannst du eben auch entsprechend ein paar Bäume kaufen, die irgendwo gepflanzt werden, dann CO2 aufnehmen und nach wieder kompensieren, was du jetzt mit deinem Flug in die Atmosphäre gepustet hast. Auch das ist ein häufig vorkommender Grund für den Kauf eines Baumes. So, das haben wir jetzt geklärt. Nächster Punkt, den wir klären müssen: Wann macht denn das Sinn und was ist denn grundsätzlich beim Baumpflanzen lassen zu beachten? Ja, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer 1, den man unbedingt beachten muss. Sonst ist die Aktion viel weniger toll, als sie eigentlich sein könnte. Frage: Handelt es sich um einen zusätzlichen Baum? Oder pflanze ich in einem bestehenden Wald noch einen zusätzlichen Baum dazu und der geht unter im Gesamtökosystem Wald und hat keinerlei Effekt? Ja, das wären so die beiden extremen Beispiele. Weil letzteres ist völlig sinnlos, wo schon Bäume wachsen, wo Bäume ganz natürlich wachsen, wo sie auch dann wachsen, wenn wir alle ausgestorben sind und sie wachsen immer noch weiter. Da macht es nicht unbedingt Sinn, noch einen zusätzlichen dazuzustellen. Der kommt von alleine. Anderes Beispiel: Wenn wir irgendwo einen ewig lange Wald gewesen Standort haben, bei dem wir den Wald so nachhaltig vernichtet haben, dass es gar nicht mehr möglich ist, dass der von alleine wachsen kann, es sei denn, wir helfen mit modernen Methoden, mit Schutz fürs einzelne Bäumchen, mit gegebenenfalls Wasser fürs einzelne Bäumchen, mit Dünger fürs einzelne Bäumchen und mit allem, was notwendig ist, damit auf einem degradierten Boden, der nichts mehr zu bieten hat an Nährstoffen, eben doch noch ein Baum wachsen kann, dann müssen wir nachhelfen. Ja, und dann wächst da doch auch wieder ein Wald und dann haben wir eine Chance, die Fehler der Vergangenheit, eben der Vernichtung dieses Waldes, die vollständige, und mit Regeneration wäre erst in 20.000 Jahren oder sowas zu rechnen, da haben wir dann wirklich eine Chance, mit Geld diese Fehler wieder gut zu machen. Und das wäre dann eben ein hervorragendes Beispiel, wo es so richtig, richtig Sinn macht, Geld in die Hand zu nehmen, um so ein Projekt zu unterstützen, um da ein Bäumchen zu pflanzen. Fettes Aber für die letztgenannten Projekte, die finden oft irgendwo statt, wo wir keinerlei Möglichkeit haben, da jemals persönlich hinzukommen und uns anzugucken, wie es unseren gekauften Bäumchen da eigentlich geht, ob die vernünftig wachsen und so weiter und so fort. Und selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, da hinzukommen, allein der Flug dahin vernichtet dann wieder sämtliches CO2, was unsere Bäumchen bis dahin aufgenommen haben, und konterkariert die ganze Geschichte ohnehin ein wenig. Ja, das macht das also schwierig. Man bräuchte also wirklich eine vertrauensvolle Organisation, der man wirklich glaubt, dass die Bäume auch tatsächlich pflanzt und tatsächlich da dann eben auch groß werden lässt und sich dann auch langfristig um die Bäume kümmert. Denn häufig kommt es, ja leider häufig muss man sagen, kommt es auch vor, dass dann irgendjemand aus dem Baumpflanz-Hype profitiert, sagt, komm, gib uns Geld, wir pflanzen Bäume, und dann gibst du denen 5 Euro und sie pflanzen einen Baum für 20 Cent und der Rest sind ja Verwaltung, Transfergebühr, sonst was, Löhne für unsere Angestellten, blablub und so weiter und so fort. Das heißt, da bleibt schon noch jede Menge übrig von den 5 Euro, die nicht in dem Baum landen. Und wenn ich jetzt sage, ein Baumpflanzen kostet 20 Cent,
dann heißt das ja, ein Baum pflanzen kostet 20 Cent, nicht die Pflanze selber, die kostet wahrscheinlich 1 Cent oder was, wenn man die in Afrika aus der Baumschule holt und so weiter. Das ist wirklich, das kostet da wirklich nicht viel bei den ortsüblichen Löhnen. Ja. Und wo sollen dann die ganzen anderen Kosten herkommen? Die Vermittlung von Geld von hier nach dort, das ist zwar teuer, aber sicherlich nicht so sehr. Und da hätte man dann wahrscheinlich schon eine Mogelpackung. So, und dieses Unternehmen verdient sich jetzt also dumm und dämlich dran, dass sie 20 Cent Bäumchen für 5 Euro verkauft und stellt die dann auch tatsächlich dahin, weil so betrügerisch sind sie dann doch nicht. Also sie pflanzen sie schon wirklich. Ja, und in dem Moment haben sie es auch schon vergessen, gehen woanders hin, machen da die gleiche Show nochmal und pflanzen auch da Bäumchen. Und dann gibt es den berühmten Baumticker, den jede Baumpflanzorganisation hat und sich damit rühmt, jetzt schon 10.000, 100.000, 18 Milliarden Bäume gepflanzt zu haben und so weiter und so weiter. Das Blöde ist bloß, ja, du hast die vielleicht gepflanzt, nur wäre es halt noch sinnvoll, gerade auf degradierten Standorten, dann auch mal zu schauen, ja, wachsen die denn überhaupt? Und wenn sie es nicht tun, dann kümmere dich halt drum, dass sie es tun. Das heißt, so ein Baum, der ist nicht einfach nur gepflanzt und dann wächst er. Das funktioniert in Deutschland oder in sonstigen Regionen mit guten Böden und ohne degradierte Standorte, mit vernünftigen für Baumwachstum gut geeignetem Klima. Das heißt jetzt nicht, dass das ein besseres oder schlechteres Klima sein muss, aber für Baumwachstum wäre es zumindest schon mal ganz gut geeignet. So, und das heißt, selbst wenn der Baum an der richtigen Stelle, aus den richtigen Gründen, mit den richtigen Maßnahmen für eine vernünftige Menge Geld gepflanzt worden ist, wenn man ihn hinterher völlig vergisst und einfach ignoriert, ob das Projekt gescheitert ist oder nicht und daraus nichts lernt, es kann ja schon mal scheitern, das kann auch passieren, wenn man sich ganz viel Mühe gibt und wenn man hinterher noch Nachsorge betreibt und so weiter, aber dann lernt man wenigstens draus, oh, das ist jetzt gescheitert, weil... Und bei der nächsten Pflanzaktion weiß man es und kann dann eben besser reagieren. So viel Erfahrung gibt es noch gar nicht mit dem Aufforsten von degradierten Standorten. Also da muss man auch ein gutes und völlig seriöses und tolles Baumpflanzunternehmen hat da mal Ausfälle. Und das ist ganz natürlich und liegt in der Natur der Sache. Und dann muss man denen eben auch nicht, darf man denen auch nicht sofort einen Vorwurf machen, weil manchmal liegt es auch einfach an der Natur, dass halt gerade eine Dürre zum falschen Zeitpunkt kam, ein Starkregen zum falschen Zeitpunkt, den keiner hat vorhersehen können und so weiter. Das ist Natur. Muss man sich auch immer klar machen und das im Hinterkopf behalten. Aber das sind natürlich die großen Knackpunkte, die es eben für manche Leute sicherer erscheinen lassen, einfach einen Baum in Deutschland zu pflanzen, wo er zwar nur so viel bringt, aber die Chance, dass das alles rechtlich korrekt und dass der auch tatsächlich gepflanzt worden ist und so weiter und so fort, dass das alles korrekt abläuft, die ist natürlich eher so als so, je nachdem in welchem Land man das sonst so betreibt. Ja? Oder man möchte Garantien und die kosten dann natürlich noch extra Geld. Wenn das Unternehmen dir Fotos, alle 2 Wochen ein Foto von deinem Baum schicken soll, dann müssen sie das auch bezahlen. Das muss beim Preis, den du für den Baum bezahlst, mit einkalkuliert werden. Also da spielt alles eine größere Rolle. So, das waren also so die zentralen Fragen. Es gibt Ausnahmen, wo Baumpflanzen in jedem Fall trotzdem Sinn macht, auch wenn es möglicherweise jetzt nicht direkt zu einer Vergrößerung der Waldfläche beiträgt, sage ich jetzt mal. Ja? Und der Baum auch so gepflanzt werden würde, auch wenn wir es nicht tun, gibt es Ausnahmen. Nämlich erste Ausnahme, die Baumpflanzung verhindert weitere Waldrodung, indem ein alternativer Wirtschaftszweig in eine Region, die Wald aus Armut rodet, integriert wird. Beispiel, du stellst indonesischen Bauern irgendwelche tollen, fruchttragenden tropischen Baumarten auf ihren Hof, damit sie ein Agroforstsystem draus machen können, erklärst ihnen auch noch, wie das geht, nach modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen und dann verdienen die sich im Idealfall mit dem Agroforstsystem dumm und dämlich und was haben sie dann nicht mehr? Armut. Und was müssen sie dann nicht mehr machen? Aus Armut ihre Wälder roden. Und sie können aus ihrer eigenen Plantage, da kann man auch hin und wieder mal Äste abschneiden von obsttragenden Baumarten und damit kann man dann auch heizen, wenn man davon genug hat und nur relativ wenig Leute zu versorgen sind. Außerdem sind das warme Länder, so viel heizen muss man da nicht, nämlich primär nur zum Kochen. Und ja, das sind alles so Sachen, das spielt eine Rolle. Es ist ja nicht so, dass die Einheimischen in Afrika, in Indonesien, in Brasilien oder sucht euch was aus, auch gerne Russland, ja, das ist auch nicht unbedingt ein Land, was da völlig frei von Schuld wäre,
die roden ihre Wälder ja nicht, weil sie Freude dran haben, dass sie jetzt endlich mal weiter gucken können, sondern weil sie eben Geld brauchen. Das ist das einzige Kapital, was ihnen die Landschaft eben nun mal hergeben kann. So, und dann müssen sie, damit sie nicht verhungern, eben zu lächerlichen Preisen sehr wertvolle Holzer, meistens illegal an irgendwelche Holzmafias abtreten, eben um nicht zu verhungern. Wenn ich zu verhungern drohen würde, würde ich auch was weiß ich was abholzen. Das ist also alles schon nachvollziehbar, dass da ein gewisser Selbsterhaltungsdrang und auch eine gewisse Fürsorgepflicht für die Familie selbstverständlich jeweils herrscht. Und ja, das kann man eben, diese Ursache der Entwaldung, Armut, Ursache der Entwaldung Nummer 1, das kann man eben damit verhindern, dass man denen einen Weg zeigt, wie sie mit wenig Raum, nicht mit riesigen Palmölplantagen, die man dann eben 3 Jahre lang nutzt und danach sind sie nutzlos und dann wird ein mehr riesiger Raum benötigt, sondern wie man auf kleinem Raum nachhaltig eben Landwirtschaft betreiben kann und damit hervorragendes Geld verdient. Und indem sie das Startkapital dafür und wirklich alles, was sie brauchen, um damit dann auch langfristig Geld verdienen zu können, von uns bekommen, nämlich wir bezahlen ihnen den Baum, den Transport, das Hinstellen, geben nur ein bisschen Geld zur Pflege, bis er dann endlich mal Früchte produziert, noch dazu und zahlen meinetwegen 20 Euro für so einen Baum. Damit haben sie da bis in alle Ewigkeit die Kosten, die der verursacht, gedeckt und kriegen dann enormen Gewinn daraus. Und dann wären sie halt schon blöd, wenn sie sich solche Angebote letztendlich, so die Theorie, entgehen lassen würden. Und Hilfe zur Selbsthilfe, so in dem Stil. Ja, das ist also so seit längerem auch das Mantra der internationalen Zusammenarbeit. Weil das ist, nur das kann nachhaltig sein. Ja, wenn man da einfach hin, hier hast du 1000 Euro, so jetzt haben wir dir geholfen, tschüss, wir gehen dann mal weiter ins nächste Land, hier ist jetzt wieder alles in Ordnung. Ja, super, und dann sind die 10.000 Euro, Quatsch, die 1000 Euro alle und dann hat der Bauer nichts mehr davon und jetzt hat er in Saus und Braus gelebt, aber hat halt eben nichts Nachhaltiges, um da weiterhin leben zu können. Hier hast du 1000 Euro, wenn du deinen Wald 5 Jahre nicht fällst. Okay, 5 Jahre sind rum, zack, Wald weg. Also sowas ist halt nicht nachhaltig. Drum, Hilfe zur Selbsthilfe ist sicherlich eine sehr sinnvolle Sache und wenn man das eben erreichen kann, indem man einen Baum pflanzt, der vielleicht gegebenenfalls auch gar nicht besonders viel CO2 speichert, zum Beispiel einen Kakaobaum, der wirft Geld ab und zwar nicht zu knapp, aber besonders viel CO2 speichern tut er nicht, der ist nämlich klein, der wird auch nie besonders groß, dementsprechend riesige Holzmassen, ist nicht, aber es kann halt trotzdem sehr, sehr sinnvoll sein, weil es weitere Entwaldung vermeidet. So, das war also dieser Spezialfall. Nächster Spezialfall, Entschuldigung, ist auch gleich schon wieder der letzte. Spezieller Schutzzweck. Bäume pflanzen, auch wenn sie von alleine nach und nach wachsen würden, kann unter besonderen Bedingungen dann auch vor allen Dingen Sinn machen, wenn man damit was anderes schützen möchte, wie zum Beispiel Wasser oder Vorwasser. Die beiden Optionen gibt es in Verbindung mit Wasser. Die Wasserqualität vor Ort verbessern, die Wasserversorgung in irgendwelchen Städten, irgendwelchen Dörfern verbessern. Man kann zum Beispiel selbst mit Eukalyptus, und Eukalyptusplantagen sind normalerweise wirklich nicht besonders gut für die Umwelt, vorsichtig ausgedrückt. Ja? Die sind schon mit großer Vorsicht zu genießen, aber der Sog einer Eukalyptusplantage, was die mit ihren Wurzeln an Sog im Boden anrichten, sozusagen anrichten in Anführungszeichen, kann den Grundwasserspiegel derart anheben, dass ein ganzes Dorf nebendran noch mitversorgen kann, während der Eukalyptuswald sich vollsäuft. Ja? Also unter solchen Bedingungen mag das dann auch mal Sinn ergeben. Vielleicht auch mal eine ökologisch gesehen eigentlich gar nicht mal so gute Baumart, die gleichzeitig wirtschaftlich dafür die absolute Topklasse ist, mal anzupflanzen. Ja? Also es kommt immer auf den Einzelfall an. Klassische Wasserschutzwälder, die Wasserqualität sichern sollten, können, sind zum Beispiel sämtliche Wälder südlich von München. Das sind alles Wasserschutzwaldgebiete. Da soll Münchens Trinkwasser verbessert werden, Münchens Trinkwasserqualität sichergestellt werden. Das funktioniert auch prima und eine tolle Sache. Oder eben am Steilhang in den Alpen, es droht Lawine. Was macht man da? Man baut für viel Geld ganz viele lustige Stahlgerüste in den Hang oder man pflanzt Bäume. Die muss man dann auch noch ein bisschen absichern und gucken, dass sie gut wachsen und so weiter und so fort. Aber A, ist es billiger, B, ist es nachhaltiger und C, hat man noch außerdem zusätzlichen Wald dastehen. Und
Man kriegt eine neue Bodenentwicklung, wo eben der schwindende Boden schuld ist, dass die Bäume nicht mehr von alleine wachsen können. Ja, aber wenn sie dann trotzdem da sind mit Hilfe, dann können sie auch bei der Bildung von neuem Boden mitwirken durch Wurzelexudate, durch irgendwelche protonischen Säuren, die organische Art, mit der sie den Kalk auflösen und dann neuen Boden, neue Rendsina, neues Syrosem, um jetzt mal diverse Fachbegriffe in den Raum zu schmeißen, bilden können. Und das ist alles ganz wichtig. So, darauf können wir uns hoffentlich einigen. Und nächstes Mal erzähle ich euch dann, was ein Syrosem ist. ja, wichtig. Wenn man wirklich viel CO2 durch Bäume kompensieren, dann ist das teuer. Ja? Das ist also wirklich wichtig. Du kriegst nicht mit, ich kaufe jetzt hier ein T-Shirt mit einer scheiß Klimabilanz, aber ich kaufe dazu auch noch einen Baum und das heißt, damit ist das ausgeglichen, juhu, alles in Ordnung. Nee, wenn du einen 20-Cent-Baum kaufst, dann ist der auch nur 20 Cent wert. Wenn du dafür allerdings gleich mal 10 20-Cent-Bäume kaufst, noch besser ist, du kaufst 100 20-Cent-Bäume und in dem Moment hast du auch tatsächlich was ausgeglichen, was dein T-Shirt angeht, was auch ungefähr die Klimakosten, wenn man das jetzt so nennen möchte, deines T-Shirts gewesen sind. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Bei Problem. Ein 20-Cent-Baum oder ein 10-Cent-Baum ist da garantiert, dass der mal groß und stark wird und jede Menge CO2 speichert? Nö. Die Chance, dass das passiert, liegt irgendwo bei 0,1%. Ja, das heißt, du spielst, für 10 Cent darfst du einmal Baumlotto spielen. Und bei Baumlotto hast du eben eine Gewinnchance von 0,1. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn es klappt, 0,1%. Also 0,001. 0,001. So rum. Jetzt stimmt's. Das wäre dann ein Promille. Ne? 0,1%. Ja, und das ist jetzt gar nicht mal so gut. Es mag Situationen geben, da hast du sogar 1% Gewinnchance, obwohl der Baum nur 10 Cent gekostet hat. Das hängt immer davon ab, wo der jetzt endlich hingestellt wird. Aber es muss einem klar sein, in den meisten Fällen mit dem Pflanzen eines billigen Baumes kann was erreicht sein, aber das ist eben Baumlotto. Pflanzt, also wenn billige Bäume, dann am besten gleich viele, dann kannst du sicher sein, dass du auch wirklich einen gewünschten Effekt erzielst. Heißt, unter 20 Euro ist eine Baumpflanzaktion in Tropfen auf den heißen Stein. Mehr nicht. So, was gibt's noch Wichtiges zu sagen? Stellen wir uns doch jetzt mal kurz konkret die Frage, was kostet denn jetzt ein Baumpflanzen? Das ist wichtig, wenn man eben wissen möchte, wie viel der T-Shirt-Hersteller eben tatsächlich ausgibt, dass zu seinem T-Shirt noch ein Baum gepflanzt wird. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, das geht so irgendwo bei 10 Cent los und hört bei 50 Euro auf. Wenn man noch mehr zahlt, dann ist man doof. Vorsichtig ausgedrückt, ja. Oder es handelt sich um super Sondersituationen, wie zum Beispiel einen Stadtbaum, mitten in der Stadt, in der Fußgängerzone von sonst wo. Da müssen dann noch rechtliche Versicherungen, Baumpflege, Schnitt und Scheißdreck beachtet werden und so weiter. Nicht, dass man deswegen in der Stadt keinen Baum mehr pflanzen soll, aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass man den irgendwo in eine Naturlandschaft hineinstellt, ja. Gut, kommt ganz drauf an, natürlich, wo man pflanzt. Das hängt vor allem vom örtlichen Lohnniveau ab, selbstverständlich. Weil, da hängt es massiv von ab. Denn das Lohnniveau spielt ja nicht nur für die Pflanzung an sich, die 30 Sekunden bis eine Minute dauert, wenn derjenige weiß, was er tut. Sondern spielt halt vor allen Dingen auch eine Rolle dann später erstmal in der Baumschule, bis da eben entsprechend oft das Personal für ein paar Sekunden drüber gegangen ist, um den Baum eben zu pflegen, bis er die Größe erreicht hat, die er letztendlich hat. Das Saatgut für den Baum war ja nahezu kostenlos. Beziehungsweise das kostet eigentlich gar nichts, weil es letztendlich schon auch irgendwann aus der Natur stammt und da gibt es nun mal das Zeug gratis. Das liegt da einfach so rum, kann man sich einfach mitnehmen. Erschreckend. Und danach ist alles, was du reinstecken musst, im Grunde nur noch Arbeitszeit. Arbeitszeit, Arbeitszeit. Vielleicht ein Quäntchen Dünger, aber das dürfte auch so wenig sein, dass das fast nicht ins Gewicht fällt. So, und deswegen liegen eben die Einkaufskosten für zum Beispiel eine pflanzfertige Buche in Deutschland. Ja, also wirklich eine kleine Buche, die man so in den Wald stecken kann und dann wächst die mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, je nachdem, wie viel man ausgibt. Liegt eben zwischen 70 Cent
für eben die ganz kleine Buche mit nicht einer ganz so hohen Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch mal alt und groß wird, bis hin zu 4,20 Euro für so eine richtig krasse, auch schon schön große Buche mit zum Beispiel schon einem kleinen Ballen unten dran, wo sie ihre Nährstoffe und ihren eigenen Wurzelraum schon mitbekommt und eine gute Wurzelentwicklung innerhalb dieses Ballens gehabt hat und dann wunderbar sich im Wald mit Zusatznährstoffen anwachsen kann und dann alles tibidobi, aber das kostet halt eben 4,20 Euro pro Pflanze und dann eben nicht mehr 70 Cent. Also das sind reale Preise, die eine bestimmte Baumschule, muss ich euch nicht sagen, welche, verlangen würde. Ne? In Deutschland. So, und das bei unserem Lohnniveau. In der Schweiz wird das Ganze dann entsprechend unbezahlbar, in Norwegen zum Beispiel auch, damit ich nicht immer auf den Schweizern rumreite. Und hingegen in Papua-Neuguinea sind so eher 7 Cent bis 42 Cent, ne? So in dem Bereich. Also da kannst du wirklich aufgrund der wirklich popelig niedrigen Arbeitslöhne oder in ja, wo auch immer die Arbeitslöhne sonst noch wahnsinnig niedrig sind, da kannst du wirklich extrem geringe Preise für hochwertigstes Pflanzgut ansetzen. So, und dann sind natürlich die Preise, um das Ding zu pflanzen, auch nochmal erheblich niedriger als bei uns. Machen wir mal ein Rechenbeispiel. Rechenbeispiel Deutschland. Das ist das Einzige, was ich guten Gewissens halbwegs realistisch durchrechnen kann. Ja, es kommt auch ganz stark auf den Einzelfall an und kann wirklich massiv variieren, je nachdem, wie viel Organisation da zum Beispiel dahinter steckt. Aber nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt also die günstigste Buche, die kostet 70 Cent. So, jetzt müssen wir noch eine Organisation haben, die sich darum kümmert, wo die jetzt gepflanzt wird und so weiter und so fort. Die Arbeiter organisiert, die eben sagt, wann er wo zu sein hat und den Einkauf übernimmt. Das ist auf die Menge an Bäumen, die gleichzeitig gepflanzt werden. Da gehen wir mal davon aus, dass das gleich mal 10.000 sind oder sowas. Ist das dann nicht mehr so teuer? Obwohl es erstmal wahrscheinlich ein ziemlich hoher Betrag sein wird. Aber durch 10.000 geteilt oder durch 100.000, je nachdem, eben kommt immer ganz drauf an, wie viel man da jeweils pflanzen möchte. Sagen wir jetzt aber einfach mal, es seien 10 Cent pro Baum, dann sind wir bei 80 Cent bisher. So, dann haben wir noch Transport. Die Buche muss von der nächsten Baumschule in den nächsten Wald, wo sie gepflanzt werden soll. Da kriegst du aber ganz viele Buchen auf einen LKW. Eine Fahrt mit dem LKW kostet zwar auch ordentlich Geld, aber da kosten auch ganz, ganz viele Buchen, passen da drauf. Die sind ja nicht schwer, ne? Das ist im Grunde ja nur ein bisschen Gestrüpp. Sagen wir einfach mal, das seien 4 Cent pro Buche und das ist jetzt schon also wirklich eher großzügig berechnet. Und dann sind wir also bei 84 Cent bisher. Und wenn wir jetzt pflanzen, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, da kommt es drauf an, wer pflanzt. Da kann man jetzt schon den Forstwirt nehmen, der macht das ganz hervorragend. Keiner pflanzt dir so gut wie derjenige, der genau das gelernt hat. Ja, und gegebenenfalls da eben, wer auch schon viele Jahre Berufserfahrung hat, der kostet aber manchmal auch ein bisschen weniger, aber der kann durchaus in waldreichen, gut bezahlten Regionen letztendlich alles in allem, inklusive Sozialversicherung, inklusive Geld, wenn er mal krank ist, inklusive Sonderzuschuss zur Rente, die es nicht gibt und was weiß ich was. Alles kostet der mit Schutzausrüstung, mit Arbeitsgerät, mit Hacke und Motorsäge und PSA, persönliche Schutzausrüstung und so ein Zeug, kostet der tatsächlich 35 Euro die Stunde. Ja, und das wird dann entsprechend sauteuer, wenn der, sagen wir mal, 30 Sekunden pro Baum braucht. Das Gute ist, er braucht nur 30 Sekunden pro Baum. Ich habe jetzt mal mit einem anderen Beispiel gerechnet, nämlich ein Pflanzer. Ein Pflanzer ist ein ungelernter Arbeiter, dem man halt eben, sagen wir mal, aus Gründen der Fairness, weil wir im Wald ja fair sein wollen, 12 Euro die Stunde, volle 12 Euro zahlt. Und da kommen dann aber trotzdem immer noch Sozialversicherungen und schieß mich tot und was weiß ich. Gehen wir mal davon aus, dass es kein 450-Euro-Job ist. Und so ein Kram kommt da alles noch dazu. Sagen wir also mal, wir zahlen dem 18 Euro de facto unserem Pflanzer an Gesamtausgaben pro Stunde. So, und der braucht halt eine Minute pro Buche, weil er halt eben noch nicht 70.000 von den Dingern gepflanzt hat und sich da ganz genau auskennt und den Job nie gelernt hat und einfach ein Ungelernter ist. Und dann würden wir 30 Cent
pro Buche quasi berechnen, wenn man das dann ausrechnet. 18 Euro die Stunde macht 30 Cent pro Minute. Also 1,14 Euro für den Baum an sich mit günstigen Pflanzer gepflanzt und in geringster Qualität. So, klingt jetzt erstmal ganz günstig, wenn man bedenkt, dass wir hier in Deutschland sind. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da auf nur 1,14 Euro kommt. Aber, und jetzt das große Aber, das Ausfallrisiko einer so gepflanzten Buche liegt sicherlich bei 90%. Ja, also dass daraus mal ein großer alter Baum, der dann auch nennenswert CO2 speichert, wird eher unwahrscheinlich. So, und wenn wir da 90% Ausfallrisiko haben, das heißt, wir haben 10% Chance, dass er durchkommt, wir hätten aber gern 100%, was müssen wir dann machen? Die Zahl der Bäume verzehnfachen. Und dann sind wir eben nicht mehr bei 1,14 Euro, sondern bei 11,40 Euro. Ja, und das ist dann schon durchaus ein sehr, sehr realistischer Preis für deutsche Verhältnisse, den man für einen Baum mit einer guten Überlebenschance, dass er auch mal alt wird, rechnen darf bei Pflanzung. Ja, und oft ist er halt eben nochmal höher. Und wir pflanzen dann eben gerade bei hochwertigen Bäumen. Und wenn es dann noch eine hochwertigere Pflanze gewesen ist und nicht so eine 70-Cent-Buche, sondern allerschlimmstenfalls irgendwie, Hybrid-Nuss oder sowas, die kosten extrem Kohle pro Jungpflanze. Ja, die sind zwar auch in Top-Qualität, aber das sind wirklich ganz, ganz andere Preise. Und dann wird die Personalkosten spielen dann ganz schnell gar keine so große Rolle mehr. Ja, also es kostet schon Geld. Es kostet schon wirklich Geld und daher eben auch international nicht ganz billig. Und ja, eben der billigste Anbieter, den ich gefunden habe, das ist Eden Afforestation. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die weiter heißen. Aber die pflanzen eben für 10 Cent auf Madagaskar. Und was pflanzen sie da? Mangrove. Wie pflanzt man Mangrove? Mangrove besitzt die Fähigkeit der Viviparie, das heißt so viel wie lebendgebärend. Das gibt es bei Pflanzen relativ selten, aber die bilden an einem Ausläufer von sich selber so kleine tropfenförmige grüne Objekte. Ja? Und darin steckt quasi schon eine junge Mangrove. Das ist also schon der ausgebildete, bereits lebende pflanzliche Fötus, wenn man so will, schon gar kein Embryo mehr, der bereit ist, sofort loszulegen mit allem, im Grunde, sobald er im Boden ankommt. Ja, und jetzt hat er diese praktische kleine Torpedoform. Und wenn der jetzt runterfällt, dann gibt es keine Explosion, sondern der steckt dann im Boden und kann eben entsprechend keimen, sich verwurzeln, loslegen, wachsen, alles super, tipptopp, funktioniert, im Idealfall. Ja? Und wie pflanzt man sowas? Naja, man nimmt die und steckt die in den Boden. Zack, 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 zack. So ungefähr in diesem Tempo. Und das kostet dann tatsächlich 10 Cent pro Baum. Ja? Weil das Material selber, die Jungpflanzen, die kosten Geld. Die Arbeitszeit, die kostet nichts. Das ist eine Sekunde. Oder von mir aus 2 Sekunden pro Baum, der da gepflanzt wird. Und darum kommt man da auf 10 Cent. Die werden dann auch recht dicht gepflanzt. Sonst wäre es natürlich noch billiger, wenn man da die Fläche mit jedem Quadratmeter nur eine oder sowas voll machen würde. Dann hätte man ruckzuck 3-mal Madagaskar umpflanzt für ein paar Euro gefühlt. Ja, ganz so ist es nicht. Und das ist auch nicht falsch. Das ist wichtig, ja. Das ist schon gut und richtig so und das kann man schon so machen. Absolut, ja. Nichts dran auszusetzen. Muss man einfach nur wissen, warum das so billig ist. Und das ist halt bei anderen Bäumen nicht so. Da musst du erst ein Loch machen. Da muss dann der Setzling da rein. Dann muss der schön angetreten und festgemacht werden. Und da muss man auch vor allen Dingen gucken, dass er keine Wurzeldeformationen beim Pflanzen bekommt. Wenn man nämlich irgendwie die Wurzel dann da jetzt so krumm und schief drin hängen hat, weil man das Loch dann hinterher von allen Seiten irgendwie dumm zusammentritt. Und dann ist das eine krumme und schiefe Angelegenheit. Dann kann der die Wurzel auch nicht so entwickeln, wie er soll. Dann wird er auch nicht alt. Und dann haben wir wieder das Problem des frühzeitigen Ausfalls. Und dann hat es mit der CO2-Speicherung wieder nicht geklappt. Ne? So, das jedenfalls zum Faktor Kosten. Ich habe es eingangs schon erwähnt gehabt, aber man kann ungefähr sagen 10 Cent, 25 Cent sagt Ecosia, so der Durchschnittspreis. Ecosia ist einer der größten Bäumepflanzer weltweit inzwischen. Daher ist das schon eine gewisse Referenzgröße. Andere sagen 5 Euro im günstigen Fall. In krassen Fällen sind es dann mal 25. Das sagt, wie heißen sie?
Click-a-Tree, Click-a-Tree sagen das. Die haben eine recht schöne, das verlinke ich euch, ich verlinke euch diverses Zeug, eine recht schöne Auflistung, eben, wo sie dann auch erklären, warum diese Kosten zwischen Baum, der eine Baum hier, der andere Baum da, weshalb die Kosten so wahnsinnig stark variieren und sehr stark schwanken. Super gemacht, der Artikel. Ja, den verlinke ich euch. Sonderfälle sind eben die Agroforstbäume. Die hatten wir ja schon erwähnt, die eben erstmal gar nicht so viel CO2 speichern, gar nicht so viel Holz geben, sondern eben dem Bauer mit allem drum und dran dazu befähigen sollen, seinen eigenen Hof, seinen eigenen Betrieb zu haben, um eben die Armut in der Landschaft zu bekämpfen. Der braucht dann irgendwann noch Angestellte und wird von winzig kleinen Bauer zum mittelgroßen Bauer und alle Leute haben was zu essen, alle Leute haben Arbeit, alle verdienen Geld, alle glücklich, alle froh, keiner muss mehr Wald roden. Na? Um es mal simpel auszudrücken. Ja, und für sowas, da kannst du zwischen 4 und 50 Euro auf den Tisch legen. Ja, je nachdem, wie viel Pflege das Ding braucht und je nachdem, wie teuer der Setzling ist. Beispielsweise, na, wie heißt's, diese Dinger, die alle Veganer so gern fressen. Das war jetzt nicht abwertend gemeint. Oder manchmal gerne fressen, bis sie rausfinden, was die für eine CO2-Bilanz haben. Avocado, genau, richtig. Also das Rindersteak des Veganers. So ziemlich das Schlimmste, was du essen kannst, wenn du Veganer bist, weil die ja aus sonst woher geflogen müssen und damit die CO2-Bilanz ganz katastrophal ist. Aber Avocado-Bäumchen, Setzlinge, die sind richtig teuer. Die sind sogar in den Ländern teuer, wo das Zeug eben hergestellt, angebaut wird, um es dann zu exportieren. Die haben sich inzwischen auch ausgerechnet, was man damit verdienen kann. Ja, und drum sind die auch da im Land teuer. Und da bist du dann tatsächlich bei Avocado, da kann es mal passieren, dass du dann wirklich für als Tourist, als Ausländer, der da eben einen Baum sponsern will, 35 bis eben sogar 50 Euro dafür zahlen kannst, dass da also mit allem drum und dran ein Bauer einen voll funktionsfähigen, früchtetragenden, altwerdenden Avocado-Baum bekommt mit Garantie und allem Pipapo. Und bei dem Preis ist dann immer noch mit inbegriffen. Wir reden hier übrigens von der Organisation Tweedem. Ja, genau von denen reden wir. Da ist noch dabei, dass du regelmäßige Status-Updates zu deinem Baum bekommst. Das heißt, der schreibt dir SMS und ganz so schlimm ist es nicht. Aber man kann wirklich regelmäßig nachgucken, wie geht's meinem Baum, wie viel CO2 hat er denn schon gespeichert, wo steht der eigentlich genau, und der wird geo-vertaggt, dass man also wirklich gucken kann, hier steht da und man kriegt, ja, je nachdem was, wann und wie man diesen Baum kauft, kriegt man auch ein Foto vom Einpflanzen mit vom freundlichen Helferchen, der den Baum eben gepflanzt hat und der dann nebendran steht und in die Kamera grinst und your tree oder was auch immer, ne? So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Gut, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, habe nachgedacht. Was wir jetzt tun, wir kauen jetzt tatsächlich ein paar Organisationen und Unternehmen, das sind eigentlich fast alles Unternehmen, ja, manche sind auch mehr so Stereotyp-Beispiele, kauen wir jetzt mal durch und gucken uns an, ist das jeweils gut, ist das jeweils schlecht, was sind Vorteile, was sind Nachteile, soll ich da einen Baum kaufen oder nicht? Letzteres müsst ihr selber wissen, das kann ich euch nicht sagen. Und ich muss mit Kritik dahingehend ein bisschen vorsichtig sein, damit mir da keiner böse Machenschaften und geschäftsschädigende Praktiken oder sonst was unterstellen kann. Das ist auch nicht meine Absicht. Aber wenn es offensichtliche Problemchen gibt, ja, dann darf man die auch ansprechen. Also du musst ein Scheißunternehmen jetzt nicht toll nennen, weil sie dich möglicherweise verklagen könnten, dass du gesagt hast, die seien ein Scheißunternehmen, weil sie objektiv ganz klar sind. Also da gibt es schon gewisse Grenzen und man muss da jetzt kein allzu großes Feigenblatt vor den Mund nehmen. So, wir fangen mal an in willkürlicher Reihenfolge mit I Plant a Tree. Das ist eine deutsche kleine GmbH, wenn ich das richtig verstanden habe. Letzteres keine, auf diese Angabe kein Gewähr, weiß ich gar nicht mehr hundertprozentig. Aber im Wesentlichen kaufen die Grundstücke und forsten die auf in Deutschland. Und zwar professionell mit Förster, Forstunternehmen und so weiter und so fort. Und man kann bei denen eben Bäume kaufen bzw. Bäume pflanzen lassen, um eben die Klimageschichte voranzubringen. Und die kosten sowas um die 2,60 Euro. Das ist für eine Baumpflanzaktion in Deutschland ein sehr realistischer, sehr fairer Preis, muss man sagen. Wirklich, wirklich sehr, sehr fair.
Da die ja von mit guter forstlicher Praxis von Forstunternehmen und Förster in Deutschland in Form von klimastabilen Mischwäldern angelegt werden sollen, diese Baumpflanzgeschichten und so weiter und so fort, ist das wirklich, wirklich ein guter Preis. Das kommt wahrscheinlich durch die Menge zustande und durch die, ja, ich weiß nicht, was die tun, um das wirklich so günstig anbieten zu können. Das ist schon ziemlich sensationell. Vielleicht gibt es auch noch andere Preise, dass das auch mal mehr kostet als 2,60 Euro, aber das sind jedenfalls die 2,60 Euro, die ich gefunden habe. So gesehen ist das also schon erstmal aufgrund des wirklich sehr fairen Preises, wirkt das schon mal ganz, ganz seriös. Ja, es ist auch ganz klar, wer da dahinter steckt, hinter I Plant a Tree, klare Gesichter, klare Leute, sympathische Leute. Leute natürlich auch. Ganz kleines Team, daher relativ geringe Personalkosten, was ja auch gut ist. Dann bleibt mehr Kohle für die Bäume übrig und die machen alles selber und kümmern sich um alles. Und das ist alles ganz, ganz toll und eine ganz sympathische Sache. Zwei Probleme. Na, zwei Probleme muss ich jetzt leider doch nennen und ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrem Projekt, wirklich. Kann ich da wirklich ungern meckere ich, aber erstens, das ist Bäume pflanzen in Deutschland, in einem Gebiet, wo der Wald von alleine wachsen würde. Und wenn du dafür extra ein Grundstück kaufst, dann nimmst du dem Vorbesitzer seine Pflicht zur Aufforstung weg. Das heißt, der Vorbesitzer wäre auch zum Aufforsten verpflichtet. Das müssen wir uns nochmal ganz klar machen. Es gibt in Deutschland für jeden Waldbesitzer die Pflicht zur Wiederaufforstung bei Verlust des Waldes. Ja, du musst. Wenn du das nicht kannst finanziell, dann hast du ein Problem, weil es kann dir passieren, dass dann irgendwann das Amt vor der Tür steht und klingeling und hey, sie müssen aber ihren Wald aufforsten. Ja, es gibt auch durchaus Hürden, dass man sagt, ja, ich lasse das aber die natürliche Sukzession, also sprich den natürlichen Kreislauf, der dazu führt, dass da irgendwann von alleine wieder Wald wächst, machen. Das kannst du nur dann beurteilen, in manchen Bundesländern, das ist auch nicht überall so, wenn du wirklich auch die Qualifikation dazu hast, das beurteilen zu können. Sprich, wenn ich einen Wald hätte und würde sagen, ich mache hier nichts, weil das ist hier das Beste, weil ich weiß das und ich kann das und ich kenne mich damit aus und zeige meine Masterurkunde vor und in dem Moment hat sich geklärt und dann darf ich das wirklich. Wenn man hingegen Schreinermeister, hochehrbarer Beruf, ja, von mir aus auch Klempnermeister, auch extrem hochehrbarer Beruf, wer mal jemals ein verstopftes Rohr hatte, weiß das, ja, dann hast du halt möglicherweise nicht alle Optionen in deinem Wald und würdest dann wirklich gegebenenfalls, schlimmstenfalls vom Amt zur Aufforstung sogar gezwungen werden. Warum ist das so? Warum diese Bevormundung? Weil Eigentum verpflichtet. Und in diesem Fall verpflichtet Eigentum sogar den Erhalt ja, des Gemeinwohls. Und der ist unter anderem durch eben das Vorhandensein von Wald aufrechtzuerhalten. Nee, das Gemeinwohl. So rum. Jetzt stimmt's wieder. Ja. Drum diese Pflicht zur Aufforstung und das bedeutet, wenn es jetzt nicht I Plant a Tree aufforstet, dann macht's wer anders. Und das ist eben der Spezialfall Deutschland. Du wirst hier keine Fläche finden, es sei denn, es ist eine Ackerfläche, die du jetzt erst zu Wald erklärst, wo du jetzt damit die deutsche Waldfläche, also die Fläche, die juristisch gesehen Wald ist und damit einer Pflicht zur Aufforstung unterliegt, die, wenn du die vergrößerst, dann kannst du zusätzliche Bäume pflanzen. Nur dann. Im vorhandenen, juristisch gesehen Waldfläche, ob man das mit Spendengeldern pflanzt, ob man das mit Erbschaft von Oma pflanzt, ob man das mit Steuergeldern pflanzt, das ist letztendlich scheißegal, aber gepflanzt wird's. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Heißt, Baumpflanzaktionen in Deutschland machen einfach generell wenig Sinn, es sei denn, du pflanzt einen Acker auf. Das ist die Sonderausnahme. Oder noch besser, du reißt nicht mehr gebrauchtes Wohnviertel ab oder reißt ein großes Loch in den nächsten Supermarktparkplatz und pflanzt da Bäume. Ja, noch besser in Anführungszeichen. Das wäre auch noch eine ganz klare Vergrößerung der Waldfläche und hätte dann einen positiven Effekt. Aber wenn man einfach nur Wald kauft und diesen Wald dann mit Bäumen bepflanzt, dann ist das kein Mehrwert. Ja, das große Argument, warum die das so machen, ist eben, dass man dann vorbeikommen kann und sehen kann, oh hoppla, das sind jetzt meine Bäume, die habe ich bezahlt, hier wachsen sie schön. Die machen was, die nutzen das Geld sofort auf der Fläche und setzen das um und das tun sie mit Sicherheit. Ne? Aber
Ja, werden ganz viele Forstwissenschaftler werden einem das so erzählen. Kommen wir nachher noch in einem anderen Beispiel zu. Also wirklich bitte kein böses Blut. Das ist eine ganz tolle Idee und ein ganz tolles Unternehmen, aber das wirft noch ein paar Fragen für mich auf. Plant for the Planet. Das war mal sicherlich eins der größten Baumpflanz-Aktionsdingern überhaupt. Die hatten auch recht viele Kooperationen mit verschiedenen NGOs. Ist ursprünglich von einem wohl 9-Jährigen, oder 10-Jährigen, der ein Referat zu Bäumen, Wald, irgendwie Klimawandel, sowas machen sollte, ins Leben gerufen worden, zumindest nach eigenen Angaben, der dann eben die Idee hatte, dass jetzt jedes Land irgendwie 1 Million Bäume pflanzt und die Jugend das eben entsprechend macht. Also das ist so quasi der Vater hat dann mitgeholfen von diesem 9-Jährigen oder 10-Jährigen. Und das ist also quasi aus von einer Jugendbewegung heraus entstanden, sprich die Kinder helfen beim Bäume pflanzen und die Kosten, die dafür entstehen, also für die jungen Bäume und so weiter und so fort, die werden eben aus Spenden finanziert. Kleine Privatspenden, große Unternehmensspenden, so in diese Richtung. Näheres dazu müsstet ihr euch dann selber ergoogeln. Allerdings sind die halt eben sehr in die Kritik geraten, weil, ich fasse es mal grob zusammen, mit undurchsichtige Strukturen, viele zu schön, um wahr zu sein, Aussagen. Und da hat sich das eine oder andere später auch als unwahr herausgestellt. Zum Beispiel, sie haben wirklich enorm hohe Zahlen von Bäumen, die sie gepflanzt haben wollen. Und irgendwo stand zumindest mal, das haben Spiegel und noch irgendwas herausgefunden, dass angeblich die Chance, dass die Bäume durchkommen, bei 97% liegen sollte. Und das ist hanebüchender Blödsinn, das hast du nirgends. Das gibt's nicht. Das wäre utopisch. Ja. Also die Sache mit dem zu schön, um wahr zu sein, ist da scheinbar schon erfüllt. Es haben jetzt also diverse Unternehmen, die ursprünglich große Mengen Geld bei Plant for the Planet gelassen haben, haben sich jetzt aus der Sache auch wieder zurückgezogen, solange nicht geklärt ist, wie jetzt eigentlich die internen Strukturen, wer da das Sagen hat, wer da wie, wo noch eventuell zusätzlich Geld verdient und wie da genau der Fluss der Finanzen ist. Bis das nicht offengelegt und schön transparent ist, wollen die da nichts mehr mit zu tun haben. Und da sind schon wirklich einige sehr große Unternehmen entsprechend jetzt raus, die das schlecht fanden. Also viel, viel schlechte Presse in letzter Zeit. Viel, viel schlechte Presse. Und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich gebe nur weiter, was dazu auch bekannt ist. Das ist also keine Verschwörung meinerseits. Gut, dann gäbe es Bäume für die Zukunft. Das ist jetzt mal was ganz Kleines in Schweinfurt. Da kam man in Schweinfurt auf die Idee, dass ein Bürgerwald angelegt werden sollte. Unter dem Stichwort Bäume für die Zukunft sollten da Anwohner einen Bürgerwald finanzieren. Und da konnte man für, ich meine, jeweils 20 oder 25 Euro, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, dann verschiedene zukunftsträchtige Baumarten, wie zum Beispiel Kirsche oder irgendwelches Wildobst, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, aber Kirsche war jedenfalls dabei, konnte man da erwerben und die sollten dann medienwirksam in eben einer Fläche, die als Bürgerwald bezeichnet wird, gepflanzt werden und da dann eben einen ganz tollen Wald der Zukunft bilden. So. Anschließend gab es dann zunächst mal Kritik der Bürger selber. Ja, ganz lustige Geschichte für einen Förster. Nämlich, die haben sich beschwert, ihr Bürgerwald sähe total unaufgeräumt aus, sei gezäunt, würde langsam verwildern, niemand pflegt da die Bäume und viele Bäume seien eingegangen. Ja. Ich muss euch nicht erzählen, da ihr ja auch schon richtige Wälder gesehen habt, dass jeder gute, ökologisch wertvolle Wald genauso aussieht. Ja, und daraufhin hat auch eben entsprechend das Forstamt, denen ist der Hut hochgegangen, was ich voll und ganz verstehen kann, also alle Sympathie an die Kollegen, ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat Tacheles geredet und eben klargemacht, Renaturierung eines naturnahen Ökosystems ist Unsinn. Ja, es ist so ein Quatsch, weshalb man in einem wirklich tollen Laubmischwald jetzt mit so einer dämlichen Aktion nochmal zusätzlich
noch naturnäher als naturnah geht eben nicht, ja. Und dass diese Verwilderung, die natürliche Auslese, die in der Natur eben üblicherweise stattfindet, ist, dass der Zaun drumherum das Rehwild fernhält, um die teuren Bäumchen zu retten und nicht die Touristen, die zu ihrem eigenen Baum fünfmal die Woche hinlatschen wollen, um da alles niederzutrampeln, was drumherum steht. Also das ist schon, ja, schon eine etwas lustige Geschichte. Man hat dann ein Einsehen gehabt seitens Schweinfurt und hat die Aktion dann aufgegeben, weil das offensichtlich für viel böses Blut und großen Hohn auch in der Fachwelt führt, wenn man da solche bekloppten Aktionen durchführt. Was anderes wäre zum Beispiel gewesen, also wenn man die Bürger in den Wald integrieren möchte und die Bürger was für den Wald tun lassen will, dann möchte ich persönlich an dieser Stelle hier jetzt mal ganz, ganz groß und laut das Public Planting empfehlen, was dann so viel meint wie unter Schirmherrschaft und Leitung des Forstamts, wenn es dann dazu Bock hat. Ja, das ist schon was anderes, als ein Förster normalerweise macht. Könnte man einfach mit Riesenpersonal und Manpower aus der örtlichen Bevölkerung lauter freiwillige Bäumepflanzerchen requirieren und dann auch entsprechend eben größere Mengen von Pflänzchen ausbringen, die dann auch günstiger sein können, weil wenn man sie in größerer Menge ausbringt, kommt es nicht so sehr darauf an, dass jedes davon unbedingt durchkommt. Den Leuten vorher einen Crashkurs in Bäumepflanzen geben, das ist so schwer jetzt auch ehrlich gesagt wieder nicht. Es ist auch sich anstrengend natürlich und es kommt auch ein bisschen auf Feinheiten an. Aber eine befriedigende Qualität zumindest, also 3, ne? Schulnote, das kriegt auch jeder Otto-Normalverbraucher hin und in vielen Fällen langt das auch. Das kommt immer darauf an, wie empfindlich das ist, was man halt da eben gerade entsprechend pflanzt. Und da könnte man, da wäre viel mehr erreicht. Ja, da kannst du große Kahlflächen wieder bepflanzen, die Wiederbewaldung einfach etwas beschleunigen für vertretbare Mengen an Geld, eben weil es personaltechnisch dann ja so günstig ist, wenn es auf freiwilligen Arbeit basiert. Und die Gewinne, die sich daraus vergrößern, weil der Wald dann schneller wächst, ergo schneller mehr Geld wert ist und so weiter. Wer kriegt das dann letztendlich wieder? Ja, diejenigen, die es gepflanzt haben, landet nämlich in der Gemeindekasse, wenn es zum Beispiel der eigene Gemeindewald gewesen ist. Und da haben dann auch wieder alle Einwohner was von. Das ist also eine hochfaire Angelegenheit, meiner Meinung. Und sowas ist eine viel, finde ich zumindest, persönliche Meinung, ja, darf man anderer Meinung sein, eine viel bessere Lösung als hier jetzt diesen bekloppten Bürgerwald für 20 Euro pro Baum, was für diese seltenen, teuren Baumarten auch kein schlechter Preis ist. Das ist schon nicht unfair und nicht Abzocke, gar nicht. Ja, also das muss man auch nochmal der Fairness halber sagen. Ja, ein Beispiel für Produkte, das gibt es ja auch immer mal wieder. Produkte, die eben versprechen, wenn du das kaufst, pflanzen wir Bäume oder einen Baum. Ich habe ich neulich im Supermarkt gefunden. Auch dieses Produkt will ich nicht schlechter machen, als es ist. Das ist die Wasserbox. Ja, die habe ich, wie gesagt, stand da rum, kostete 1 Euro und ein ganz paar zerquetschte, 1,10 Euro oder irgendwie sowas. Da war auch sehr wohlschmeckendes Wasser drin. Und die hat jetzt verschiedene Gründe, weshalb man sein Wasser eben in so einer Box kaufen soll. Die stehen hier auch alle drauf. Die Box ist CO2-neutral. Die besteht zu 95,7% aus FSC-zertifiziertem Holz. Daraus entsteht aus dem Holz, nämlich das Papier für den Karton und die Rückstände der Papierherstellung. Daraus kann man dann eben auch unter gewissen Bedingungen einen Kunststoff herstellen, einen aus natürlichen Rohstoffen allerdings. Und der dient zur Beschichtung, also das, was hier, ne, was sich hier so plastikmäßig anfühlt, dass sich der Karton nicht wie Karton anfühlt von außen, und für den Deckel. Ja? Das heißt, das ist schon cool und das fand ich so gesehen, finde ich das auch ein sehr innovatives Produkt. Einfach weil so in Sachen Müllvermeidung 95,7% aus FSC-zertifiziertem Holz, Hossa, das ist meine Hausnummer. Ja? Also das gibt's bei vielen, das gibt's wenig. Das gibt's wenig für so ein Ding. Ne? Das ist ja ein Tetrapack letztendlich quasi. Und was ist der Rest? Was sind die 4,3%? Das ist leider eine dünne Schicht Alufolie. Aber der Fairness halber, das Ding kann in einem normalen Recyclingprozess, wenn man es in die gelbe Tonne schmeißt, auch 100% recycelt werden, weil es dann, solche Tetrapacks können recht gut recycelt werden inzwischen. Da gibt es technische Aufschlussverfahren, wie das genau funktioniert, fragt da wen anders.
die eben die darin fast immer enthaltene Alufolie vom Karton ganz gut trennen können. Und was dann halt eben hier noch ein zusätzliches Pluspunktchen ist, was die Recyclerei noch etwas einfacher macht, ist, dass der Rest auch vollständig nur aus Holzfaser letztendlich besteht. Das sind in dieser Form die hier verwendeten recht hochwertige Holzfasern. Die können noch bis zu 7-mal recycelt werden, zu immer niedrigerwertigen Produkten letztendlich dann irgendwelche einfachen Hygienepapiere. Ja, also bis zu 7-mal, ob das jetzt funktioniert, ist eine andere Frage. Aber hey, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Das ist also definitiv schon wirklich eine umweltfreundliche Verpackung. Deswegen möchte ich auch Wasserbox gar nicht schlecht machen. Was mir allerdings aufgestoßen hat, auch hier wieder, ist dann ein großer Haken dabei. Gut, und ob ein Euro irgendwas für einen halben Liter Wasser jetzt unbedingt ein guter Preis ist, das weiß ich auch nicht. Habe ich das Gefühl, das ist schon ein bisschen. Ja, du kriegst die Verpackung noch dazu und du kannst die wieder befüllen. Bis zu 10-mal kannst du die nochmal wieder befüllen und dann dein Wasserchen wieder daraus trinken und so weiter. Alles prima. Die PET-Flasche ist übrigens umwelttechnisch auch gar nicht so schlecht. Ja, die kann auch 100% recycelt werden. Nur am Rande mal angemerkt. Ja, gut, jedenfalls alles prima, alles toll. Dumm ist, wo steht's denn? Also man sieht das hier jetzt, man will das hier jetzt kaufen, man liest hier jetzt mal den Krempel durch und kommt dann hier irgendwo auf der Seite auf die Anmerkung Sternchen. Also hier das Anführungs, da kommt noch irgendwie, da fehlt noch ein Teil Text sozusagen, Sternchen. Dein Stück Wald. Mit deiner Box wächst ein Stück Wald. 5% unserer Gewinne fließen in unser Waldprojekt. Wir pflanzen und pflegen für dich Bäume in regionalen Wäldern, so verbessern sich unser Klima und unsere Luft nachhaltig und wir schützen gleichzeitig unser hochwertiges Trinkwasser und die Artenvielfalt der Wälder. Mehr Infos unter wasserbox.de. Da steht das auch wirklich schön aufgelistet, auch mehr oder weniger, wo diese Wälder genau sein sollen. Das ist alles schon ziemlich transparent. Aber hier jetzt um den Deckel. Da steht, mit jedem Schluck wächst ein Baum Sternchen und das ist eben das Sternchen, zu dem der Text gehört, den ich euch gerade vorgelesen habe. So, und jetzt steht hier tatsächlich, mit jedem Schluck wächst ein Baum. Da haben wir jetzt die Mogelpackung, weil diese Aussage ist furchtbar überzogen. Furchtbar überzogen und ich meine, da steht da wirklich schwarz auf weiß so drauf. Ich will diesem Unternehmen nichts Böses, aber wenn die das sagen, dann müssen sie damit leben, dass dann irgendwie ich um die Ecke komme und das mal überprüfe. So, sie wollen 5% von ihrem Gewinn spenden. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie meinetwegen jetzt 50 Cent pro Karton Gewinn machen. Ja? Der kostet, wie gesagt, so ungefähr 1,10 € oder was. Das ist natürlich doch dann der Preis, da will der Einzelhandel ja auch noch mitverdienen und so weiter. Und dann haben sie natürlich noch Kosten für die Produktion dieser tollen Verpackung. Die wird nicht billig sein, die ist nämlich wirklich vergleichsweise nachhaltig und toll. Sowas ist nie billig. Da muss das Wasser, was da rein muss, kostet auch noch ein bisschen Geld und so weiter. Also jetzt sagen wir einfach mal, sie hätten 50% Gewinn. So, und wenn sie jetzt von diesen 50% Gewinn 5% abgeben, dann sind das 2,5 Cent. Ja? Und jetzt nehmen wir mal an, wir nehmen 5 große Schlücke aus einem halben Liter. Dann sind das pro Schluck 100 Milliliter. Und 100, das ist dann ein 0,5 Cent quasi, was hier pro Schluck investiert wird. Kann man für 0,5 Cent irgendwo auf der Welt einen Baum pflanzen? Nee. Ist es also damit völliger Humbug, hier drauf zu schreiben, mit jedem Schluck wächst ein Baum, selbst wenn ein Sternchen dahinter steht und das Ganze dann noch näher ausgeführt wird. Die Aussage ist trotzdem völlige Hybris. Das ist Quatsch. Du müsstest 10 von diesen Teilen saufen für einen 25-Cent-Baum. Und einen 25-Cent-Baum kann es in Deutschland nicht geben. Und sie sagen, sie pflanzen ja in Deutschland Bäume. Und da sind wir dann bei eben mindestens 1,14 € pro Baum. Das heißt, du müsstest also 40
Nee, warte mal. 40, 44, also ungefähr 44 Kartons hiervon kaufen. Ob du sie auch trinkst, ist eine andere Frage, damit du in Deutschland einen Baum pflanzen kannst. Ja, einen super billigen, der 90% Ausfallrisiko hat und die Chance, dass dann daraus eben mal ein alter Baum wird, nur 10% beträgt. Ja, also die Verpackungsidee ist toll, aber dann spart euch doch dieses blöde Lockvogelangebot mit dem, oh, wir pflanzen Bäume, wenn du das kaufst. Das ist Quatsch. Das ist wie der T-Shirt-Hersteller, der einen 10-Cent-Baum anbietet für sein 40-Euro-T-Shirt. Dann kostet es nicht 39,90, sondern 40 Euro. Yay, aber es wird ein Baum dazu gepflanzt. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die daneben denken, okay, ich kaufe mir jetzt hier ein aus konventioneller Baumwolle bestehendes T-Shirt mit einer Klimabilanz von Scheiße und tu noch was für die Umwelt. Es wäre für die Umwelt 100-mal besser, einfach nicht dieses T-Shirt zu kaufen. Einfach das alte anziehen. Das wäre was für die Umwelt. Oder alternativ den 40 Euro nehmen und komplett in Baumpflanzungen investieren. Das wäre auch noch eine Option. Noch besser. Ja? Nicht T-Shirt kaufen, mehr Bäume pflanzen. So, das war also die Wasserbox. Also, kann man ja trotzdem deswegen kaufen. Das Wasser war auch gut. Also hat mir sehr gut geschmeckt. Und ich mag nicht jedes Wasser. Tweedem. Jetzt. Tweedem hatten wir schon mal kurz erwähnt. Tweedem ist die mit Abstand teuerste Baumpflanzseite, die es im Internet so gibt, zumindest nach meiner Recherche. Allerdings ist sie auch die einzige, die so 100% wirklich maximal versucht nachzuweisen, wo der Baum dann letztendlich gepflanzt wird. Es sind alles Plantagenbäume. Das heißt, die nachhaltige Nutzung, die Weiternutzung und die Pflege des Baumes, auch wenn das Geld, das man zur Pflanzung des Baumes gezahlt hat, irgendwann mal alles sein sollte, liegt im eigenen Interesse des Baumbesitzenden. Ja, den vorher umzuhauen, bevor er nicht wirklich ganz alt ist und keine Früchte mehr hat, wäre dumm, weil man dann kein Geld verdient. Das heißt, aus dieser Logik heraus hat Tweedem vielleicht noch das beste Argument zu sagen, der Baum, den du bei uns kaufst, der wird auch alt. Das andere haben das so ein bisschen über fünf Ecken, so nach dem Motto, behandelst du unsere ehemaligen Aufforstungsflächen gut, dann kommen wir auch weiterhin in deine Region, pflanzen mit dir noch weitere Bäume. Und dann wirst du weiterhin Geld mit uns verdienen und weiterhin dir eine nachhaltige, weit langfristig funktionierende Einkommensquelle erschließen. Aber sollte dieses Unternehmen halt irgendwann mal pleite sein und keiner pflanzt mehr Bäume in der Region und keiner kommt jetzt genau in diese Region mehr und da stehen jetzt diese halbhohen Bäume, die da mal irgendwann gepflanzt worden sind und die könnte man jetzt schon wieder verhökern, dann schützt eben nicht diese Bäume davor, dass sie jetzt doch halt eben vorzeitig gefällt werden, einfach weil die Armut zurückgekehrt ist in die Region. Drum ist das Modell Tweedem da vielleicht eben nochmal einen Ticken nachhaltiger, aber wir müssen auch wirklich klar machen, da gibt es lustige Abo-Modelle, die finde ich eigentlich ganz interessant, wo man dann, sagen wir mal, 30 €, 35 € irgendwie sowas im Monat zahlt, um so und so viel Tonnen CO2 pro Jahr zu kompensieren, weil du halt regelmäßig viel Geld, das ist vergleichsweise viel Geld für solche Baumpflanzaktionen, eben dafür auch ausgibst. Und da kommen dann schon auch ordentliche Mengen zusammen, die dann auch was ausmachen. Also eine kleinere Menge Autofahren pro Jahr, ne? Also jetzt, ich sage jetzt nicht jeden Tag von Hamburg nach München, aber so eine normale Menge, was weiß ich, 15.000 Kilometer im Jahr, irgendwie sowas, das ist jetzt auch nicht so wenig, ist aber auch nicht so furchtbar viel. Irgendwie sowas um den Dreh könnte man dann tatsächlich durch, ich sag mal, 50 € im Monat durch Tweedem tatsächlich kompensieren. Ja? Grobe Zahlen, ganz grobe Zahlen, habe ich nicht im Kopf. Tweedem ist teilweise auch in die Kritik geraten, allerdings andere Kritik, weniger sachlich, dass das, was die so machen, schlecht sei, sondern mehr so ethisch-moralisch. Die arbeiten zum Beispiel auch mit McDonald's zusammen. Ich persönlich, das ist jetzt aber auch wieder nur meine Meinung, na und scheißegal, wo die Kohle herkommt, Hauptsache es gibt Bäume. Ja? Dass McDonald's jetzt nicht unbedingt das nachhaltigste und grünste Unternehmen auf dem Planeten ist, das steht ja völlig außer Frage. Aber wenn ein wenig nachhaltiges und wenig grünes Unternehmen sich zumindest ein bisschen Mühe gibt, dann trotzdem auch noch hier und da mal was Gutes zu tun, dann gibt es immer noch mehr Gutes, als wenn sie sich diese Mühe nicht machen würden.
Ja, natürlich haben sie dann letztendlich auch wieder ein besseres Gewissen ihrer Kunden, weil die wissen, dass zumindest McDonald's Deutschland inzwischen sich einen schönen grünen Anstrich verpasst hat. Das ist aber alles trotzdem was hilft. Ja, also das, was die machen, manches von dem, ich kann nicht alles beurteilen, aber jetzt insbesondere eben die Kooperation mit Freedom, da konnte man bei McDonald's für 8 Euro einen Baum kaufen. Ich habe es gemacht, weil ich es ausprobieren wollte, weil ich mal gucken wollte, funktioniert das, kann man dann wirklich tracken, wo der Baum sitzt? Ja. Kriegt man da regelmäßige Updates, wie es dem Baum geht? Ja. Kriegt man sonstige Mails von Freedom zu der Region, was die da gerade für weitere Projekte machen? Ja. Also das funktioniert tatsächlich alles und man hat wirklich das Gefühl, und ich habe das ist schon ein Weilchen her, dass ich diesen Baum da gekauft habe, ich glaube, das war Anfang 2020, irgendwie sowas, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, aber die halten einen tatsächlich auf dem Laufenden für 8 Euro und dann wirklich empfährst du einiges, du kannst deinem Baum auch noch einen Namen geben, habe vergessen, wie ich den jetzt genannt habe, aber das ist ganz witzig, das ist wirklich ganz witzig und du kannst dir dann eine persönliche Statistik zusammenstellen lassen mit, hier hast du einen Baum, da hast du einen Baum, dem geht so und so, dem geht, also was heißt dem geht so und so, du kriegst ja jetzt keine Informationen im Sinne von, dein Baum hat Blattläuse, spende jetzt 5 Euro gegen die Blattläuse, das nicht, das ist ja auch gut so. Aber man kriegt zum Beispiel gesagt, wie viel CO2 der Baum schon kompensiert hat. In meinem Fall reicht's für eine Busfahrt von 20 Kilometern oder irgendwie sowas. Also nicht viel. Ja, aber es ist auch ein Kakao. Ein Kakao ist meiner. Ja, weil der soll eben Geld bringen und die Entwaldung, das ist das. Armutvermeidung verhindert Entwaldung. So rum. So habe ich gedacht. Ja, man hätte auch was bekommen, was tendenziell ein bisschen mehr CO2 speichert. Aber ich dachte, mit dem Kakao kann ich mich ganz gut anfreunden und schmeckt ja auch, ne? Ja, das ist also Freedom. Wer das jetzt ethisch, moralisch ganz furchtbar findet, dass die eben auch mit großen, nicht besonders grünen Organisationen zusammenarbeiten, der kann natürlich mit Freedom nichts anfangen. Weitere Kritikpunkte habe ich nicht gefunden. Die Dokumentation, dass der Baum tatsächlich gepflanzt wird, ist zumindest bei den Sachen, die ich mir angeguckt habe, nirgendwo sonst so ausführlich und so wasserdicht. 100% beweisen können sie es trotzdem nicht, aber ich glaube, gerade bei Freedom, das würde ihr Unternehmen vollständig vernichten, sobald einmal bekannt wird, dass das alles Fake gewesen ist. Ja, darauf basiert ja der ganze Erfolg und das ganze Vertrauen. Wenn das weg ist, das würden die nicht riskieren. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre das Dümmste, was du als so ein Unternehmen machen könntest. Da muss nur irgendein investigativer Journalist daherkommen und das entdecken und dann bist du am Arsch und der kriegt den Pulitzerpreis oder das vielleicht nicht, aber jedenfalls eine super tolle Story. Das heißt, dass die kommen werden, ist nur eine Frage der Zeit. Meine Meinung, ja. Gut, Ecosia. Ecosia haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt auf diesem Kanal. Die pflanzen immer noch nicht selber, sind immer noch der Host für eine Suchmaschine, nämlich Bing. Und über eine Bing-Suche über Ecosia entsteht bei Ecosia natürlich eine Werbeeinnahme. Und diese Werbeeinnahme, nachdem sie ihr eigenes Personal bezahlt haben, setzen sie dann um eben Bäume zu pflanzen. Das ist dann pro durchschnittliche Suchanfrage, ich glaube 0,05 Cent, irgendwie sowas um den Dreh. Aber bei so und so viel Suchanfragen können sie halt tatsächlich einen Baum pflanzen, weil sie halt durchschnittlich, sagen sie, 25 Cent pro Baum zahlen. Das ist auch durchaus ein realistischer Wert, weil sie unter anderem eben auch diese Mangrovenwälder, wo der Baum, also ne, nur 10 Cent kostet, unter anderem auch damit finanzieren. Das ist auch nichts Schlechtes, nochmal, nur weil die 10 Cent kosten, das liegt eben in der Natur der Sache, dass das einfach von der Ökologie her bei Mangroven so ist, dass die Setzlinge schnell und einfach und für wenig Geld zu pflanzen sind. Deswegen ist das ja nicht schlecht. Ja? Und Mangrovenwälder sind wichtig, 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 ökologisch gesehen. Das ist also auf keinen Fall falsch, in Mangroven zu machen, unter anderem. Ja, ich habe bei Ecosia nach wie vor keinen Haken gefunden, deswegen erwähne ich es. Ich war da immer mal am Suchen, da muss es doch einen Haken geben, das klingt doch auch alles fast schon zu schön, um wahr zu sein. Ist es aber tatsächlich. Ja, tatsächlich scheint es wohl wirklich so zu sein, also oder die haben das richtig, richtig gut versteckt, das kann ich mir nach wie vor nicht wirklich vorstellen, dass das wohl wirklich so ist, dass die gerne eben tatsächlich den Planeten retten wollen, die da arbeiten und die zahlen sich natürlich selber ein Gehalt, ja klar, die müssen ja auch leben. Und alles andere investieren die tatsächlich in Baumpflanzungen. Und zwar nicht in irgendwelche, sondern die haben da so jemanden wie mich hocken. Gut, ich glaube, der hat keinen Hut. Das solltest du mal noch nachholen, Herr Kollege.
Aber ansonsten haben die eben auch jemanden da hocken, der Ahnung vom Fachgebiet hat und der dann eben auswählt, wo was wie gepflanzt wird, welche Projekte Sinn machen, welche Projekte nicht Sinn machen und wenn was mal nicht funktioniert und mal eine größere Fläche ausfällt von Setzlingen. Und das ist nun mal Natur, das passiert. Das kannst du nicht verhindern. Wir können schon ausreichend genug Gott spielen, aber irgendwo hat es dann doch noch ein paar Grenzen. Und und da reagieren sie dann auch meistens eben so, dass sie das analysieren, warum ist das passiert, was können wir in Zukunft weiter besser machen, soweit ich das recherchieren konnte. Und für mich wirkt das alles also wirklich ganz tippitoppi. Außerdem will Ecosia nichts verkaufen, sondern du sollst halt über die Zeug suchen und nach kommen dann halt winzige Beträge an Bäumen zustande. Ja, das dauert, bis da eine größere Summe zustande kommt, aber es gibt auch jetzt nicht gerade nur 5 Leute, die Ecosia benutzen, sondern sind schon ein paar mehr und damit sind die insgesamt doch sehr, sehr, sehr hohe Zahlen an Bäume verpflanzen. Vielleicht etwas, was auch da ein Kritikpunkt, ja, ein Kritikpunkt, vielleicht sehen Sie es sogar, Sie haben mal mein Haupt-Ecosia-Video, haben Sie geguckt, hallo. Ich fände es noch schön, wenn man vielleicht ein bisschen transparenter darauf hinweisen würde, dass gepflanzte Bäume nicht gleichzusetzen sind mit große Bäume, die dann auch stattlich und CO2-speichernd geworden sind, weil es ja eben Ausfälle gibt. Ja, weil Baumpflanzen ist das eine, dass der dann stirbt, ist der Regelfall. Dass er durchkommt und wirklich groß wird, eine seltene Ausnahme. Je nachdem, wie klein der Baum bei Pflanzung gewesen ist, je nach Ökosystem und so weiter und so fort. Die sagen auch nicht, das sei nicht so. Ja? Aber ich fände es einfach aus Sachen der Gründen der Transparenz vielleicht noch was, was man ein bisschen mehr offensichtlicher kommunizieren könnte. Ich weiß nicht, ob ihr es irgendwo nicht doch tut, aber ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden auf eurer Website. Das wäre vielleicht noch einfach so, ne? Sonst denken die Leute, ja, wo sind denn die 834 Millionen Bäume oder wie viel auch immer das jetzt gerade sind, die ihr so gepflanzt habt? Kann ich die nachzählen? Und das dürfte dann eben schwierig werden. Ich meine, wir wissen alle, dass nicht jede gepflanzte Pflanze überlebt. Jeder, der jemals irgendwas gepflanzt hat, sollte das wissen. Aber ja, die Welt besteht ja nicht nur aus Kapseln, ne? das war jetzt wieder böse. Gut, so und zum Abschluss möchte ich noch irgendwelche Produkte, für die irgendwo ein Baum gepflanzt werden soll, nennen. Ja, also nochmal zurück zu unserem Baumwoll-T-Shirt. Konventionelle Baumwolle mit irgendeinem nicht besonders umweltfreundlichen Druckverfahren, mit irgendeinem der Fratze eines eurer Lieblings-YouTubers bedruckt, beispielsweise. Sage und schreibe zusätzliche 10 Cent für sein T-Shirt haben zu wollen, damit eben dafür auch nochmal irgendwo eine Mangrove in den Boden gesteckt wird. Ja, zum Beispiel. Besteht da nicht möglicherweise die Chance, dass es sich auch um was Besseres als so ein 10 Cent Ding handelt? Ja, schon. Nur, wenn du statt einem 10 Cent Ding meinetwegen in 5 Euro Plantagenbaum irgendwo in ein Agroforstsystem integrierst, dann machst du damit zusätzlich Werbung. Ja? Dann schreibst du das zu deinem T-Shirt mit der Lieblingsfratze deines Lieblings-YouTubers, also der Letztere. Der schreibt dann schon auch noch irgendwo hin, dass der Baum, der hier gepflanzt wurde, da und da gepflanzt wird, unter den und den Bedingungen, die und die Baumart ist oder in der und der Auswahl von vielen Baumarten, das wäre sogar noch besser, wo man individuell jeweils entscheiden kann, was denn da jetzt individuell am besten zu pflanzen wäre und gibt da noch viele Hintergrundinformationen. So, und wenn man nicht viele Hintergrundinformationen jetzt für den Einzelfall, wo man jetzt irgendwie so ein Produkt, wo eben der Baum gratis dazu kommt, überprüfen möchte, kriegst du keine Infos, wo und wie und unter welchen Bedingungen dieser Baum gepflanzt werden soll, dann darfst du dir ziemlich sicher sein, dass es sich, meine ich jetzt, ja, das unterstelle ich jetzt mal ganz böse und zwar keiner konkreten Firma, sondern ganz allgemein, spätestens dann darf ich's, dann wird das eine Mogelpackung sein. Dann werden das 10-Cent-Bäumchen sein, vielleicht mal 50-Cent-Bäumchen,
wenn Sie schreiben regionale Bäume oder in Deutschland, dann sind es vermutlich zum Beispiel eben Bäume bei I Plant a Tree für 2,60 Euro. Das ist ja schon nicht schlecht, wenn die nicht in Deutschland stehen würden. Nochmal die Thematik mit dem in Deutschland Bäume pflanzen macht aus rechtlichen Gründen, weil die sowieso gepflanzt werden müssen oder wenn nicht, sich von alleine verjüngen. Ja, unsere Wälder sind noch nicht so degradiert, die können sich immer selber regenerieren, wenn da mal irgendeine Katastrophe eintritt, macht das halt eben, wie gesagt, nicht so viel Sinn. Aber das habe ich jetzt oft genug gesagt. Ich falte mal mein Papier zusammen. Ein würdiges Schlusswort. Und ehrlich gesagt wäre ich jetzt froh, wenn noch Wasser hier in meiner Wasserbox wäre. Aber das ist kein Problem. Ich habe auch noch andersfarbiges Wasser. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.